Hallihallo, du wundervolle Seele. So schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Podcast-Reihe Selbstgespräche. Mein Name ist Philipp Kunisch und ich habe dieses Format ins Leben gerufen, damit wir alle aus dem getrennten Ego-Raum wieder mehr und mehr in den verbundenen Herzensraum, in das große eine Selbst eintauchen können. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, Erkenntnis und ein tiefes Gefühl innerer Verbundenheit in unserem Selbstgespräch. Viel Spaß! Hallihallo und Namaste, du wundervolle Seele daheim am Bildschirm oder auch nur über Kopfhörer hier beim Podcast Selbstgespräche einer neuen weiteren Folge. Heute zu Gast habe ich Momo und Sidi oder auch Martin und Momos. Offiziellen oder Namen im Ausweis kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Aber Momo reicht ja auch. Ja, schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Dankeschön, danke für die Einladung. Namaste an alle draußen und an dich. Danke, dass wir hier sind. Ich darf euch noch kurz vorstellen, also so wie ich euch kenne, ihr dürft das gerne auch noch gleich ergänzen, falls ich irgendwas versäumt habe zu erwähnen. Also ihr macht einen Podcast auch und YouTube Kanal unter dem Namen Liebe und Freiheit und dafür steht ihr also und ihr beschäftigt euch auch viel mit dem männlichen und weiblichen Prinzip, begleitet andere als Art Paartherapeuten, kann man vielleicht sagen. Mhm. Ich weiß, Martin sträubt das überhaupt immer, wenn man klassifiziert wird. Er ist einfach in erster Hinsicht seid ihr Menschen. Ja. Und versucht, dem Ausdruck zu verleihen, was einfach durch euch durchfließen möchte. Vielleicht sagt man es so am schönsten. Mhm. Aber hilft vielleicht doch jedem, dass er ungefähr euch einordnen kann und um was es jetzt vielleicht auch gehen wird im Verlauf des Gesprächs. Ja, vielen Dank. Das passt perfekt. Ja, dann meine erste Frage so an euch in unserem Selbstgespräch von dem einen großen Selbst zum anderen. Liebe und Freiheit, also für was steht ihr dort? Was hat euch dazu bewogen, in diese Richtung zu gehen? Wie hat das seinen Anfang genommen und wie nimmt es jetzt im Weiteren seinen Verlauf gerade? Liebe first. Ja, vielen, vielen Dank für die liebevolle Einladung. Erstmal schön, hier zu sein. Ja, wie ist Liebe und Freiheit entstanden? Also wir sind uns begegnet. Ich habe immer so kein Zeitgefühl, aber ich glaube, so vor ungefähr 3 Jahren sind wir uns begegnet in einem Seminar, was uns sehr verbindet. Und ja, ich bin so auf meinem Weg sehr viel unterwegs gewesen mit dem Thema Liebe. Ja, was ist Liebe? Wie kann ich Liebe ausdrücken? Wie funktioniert Liebe auch zwischen Menschen, zwischen Mann und Frau? Und bin da immer sehr, ja, fast verzweifelt auf der Suche gewesen nach etwas, was ich immer ganz tief in mir wahrgenommen habe, was Liebe vielleicht eigentlich ist. Und bin aber damit immer wieder auf totale Grenzen gestoßen und habe auch in meinen Partnerschaften und auch in meinen anderen Beziehungen oft erlebt, dass es nicht die Liebe ist, die ich eigentlich so erinnert habe, ja, oder die ich so in mir trage. Und das Prinzip der Liebe war für mich immer schon von klein auf irgendwie ein Thema. Und dann ist Martin immer in den gekommen und für ihn, ja, kannst du dann selber vielleicht mal sagen, woher kommst du? Freiheit. Woher kommst du, Martin? Freiheit. Woher komme ich, wo wir alle herkommen? Natürlich, aber zu dem Thema Liebe und Freiheit. Also ich würde sagen, ich bin so ein bisschen der andere Part. Ja, also mich hat es immer nach Freiheit gezogen. Ja, ich wollte in meinem Leben immer frei sein und gleichzeitig natürlich irgendwie liebend und verbunden sein. Und für mich waren das tatsächlich, warum auch immer, echt zwei absolute Gegensätze, obwohl ich im Herzen gespürt habe, dass es eigentlich eins sein müsste. Ja, und ich habe das vor allem, ich sage das mal, in Beziehungen gespürt, ja, die total liebevoll und tief auch waren. Doch ich habe immer gemerkt, es gibt einen Teil, wo ich unfrei werde, ja, und habe auch ganz lang in mir geguckt, was ist noch unfrei und habe mir das auch angeschaut und dennoch habe ich gemerkt, das hat auch was mit meinem Gegenüber zu tun, ja, wie frei ich da bin. Und ich habe heute Morgen nochmal drüber nachgedacht, das war eigentlich nicht nur in Liebesbeziehungen so, sondern das war auch in meinen Businessbeziehungen so, wenn ich wo gearbeitet habe, habe ich vielleicht ganz tiefe Liebe erfahren, aber ich habe gemerkt, an irgendeinem Punkt wurde es total eng und unfrei und
Und dann, ja, habe ich ganz lange gedacht, fuck, was mache ich denn? Jetzt muss ich mich entscheiden. Okay, entweder ich bin frei, aber dann ist halt die Liebe ein bisschen weiter weg, oder ich gebe mich der Liebe total hin und bin dafür unfrei. Und habe aber irgendwo schon in der Tiefe gemerkt, eigentlich gehören die total zusammen. Ja, und als Momo dann in mein Leben kam, habe ich gemerkt, sie gehören zusammen. Ja, also es geht beides. Sowohl in unserer Liebesbeziehung als auch in unserer Businessbeziehung sind wir sehr, sehr liebend und sehr, sehr frei. Und daraus ist eigentlich auch dann der Begriff, weil wir haben dann gesagt, ja, wie nennen wir uns denn jetzt oder wie benennen wir denn das Ganze jetzt? Und dann ist es Liebe und Freiheit geworden. Ja, das war so ein bisschen, als wenn mit der Begegnung, also es ist ja auch mal ja, in unserer Begegnung in so einem ganz persönlichen Erleben, wie das Prinzip von Liebe und das Prinzip von Freiheit irgendwie miteinander in Form von Menschen sich getroffen haben. Und ich habe mal in einer sehr frühen Anfangsmeditation, die ich hatte auf einem Seminar, wo ich so in einer ganz tiefen Meditation war, wirklich gesehen, wie diese zwei Werte, ja, Liebe und Freiheit, so wie aufeinander zugehen und auf einmal etwas Neues entstehen kann. Also etwas, was wir alleine hätten nicht schaffen können. Und da wir das so in unserem privaten Leben so sehr erfahren haben, haben wir dann wirklich gemerkt, das sind zwei Prinzipien, die dazu zusammenkommen. Und diese Prinzipien, diese Werte sind für uns einfach, ja, die, sagen wir mal, wie so Polarlichter, nach denen wir uns ausrichten, wie so Fixsterne. Und natürlich auch in der Spiritualität, ja, wir lesen ja auch gerade Kurs in Wundern und andere Dinge, also die Liebe und die Freiheit gehören einfach als Prinzipien unmittelbar zusammen. Und deswegen haben wir uns das sozusagen auf unsere Flagge geschrieben, dass wir dafür gerne gehen möchten, ja. Wunderschön. Ja, ich finde es auch richtig toll. Also ich habe mir jetzt jüngst den Hyros Gamos Podcast von euch angehört und ich war so tief berührt, auch dieses schöne Zusammenspiel, also was für ein schöner Tanz sich da eigentlich draus entwickeln kann. Und ja, momentan, denke ich, geht es doch vielen Menschen noch so, dass es, ja, vielleicht, wie drückt man es denn hier aus, da doch irgendwo Kampf und Krieg auch herrscht, obwohl sich jeder ja auch total danach sehnt im tiefsten Inneren. Und ja, mir ist dort auch vieles klar geworden und wie das dann auch wirklich aussehen kann, also auch wie ihr miteinander umgegangen seid, wie jeder seinen Raum hat, diese Achtsamkeit, das ist einfach nur wunderschön. Und ich dachte mir, nachdem ihr da auch sehr gut bewandert seid, frage ich euch jetzt einfach mal oder stelle es so in den Raum, an welchen Stellen begegnet euch das am meisten, wo diese Prinzipien im Ungleichgewicht sind? Vielleicht um jetzt die Zuhörer daheim abzuholen. Ich denke, an vielen Stellen ist es nämlich den Menschen ja gar nicht bewusst unbedingt und es geht ja immer nur um Bewusstwerdung, dann kann man es verändern. Also wo erkennt ihr immer wieder, wo die Frau vielleicht sich als emanzipiert darstellt und sagt, ich brauche das gar nicht und der Mann ja irgendwie unterdrückend ist und denkt, ja, ich bin sowieso der Coolste und kann mir alles erlauben und tief dahinter sitzt er eigentlich die Verletzung. Vielleicht habt ihr da so ein paar Beispiele, dass sich die Zuhörer, du daheim, vielleicht auch darin wiedererkennen kannst. Danke. Danke für die Frage. Also ich würde tatsächlich gerne eine Ebene höher gehen, nämlich so ein Stück auf eine Metaebene und zu gucken, was ist denn eigentlich auf unserem Planeten los? Ja, wie ist das denn ins Ungleich gekommen? Ja, Patriarchat, Matriarchat, ja, die... Ich glaube, dass es mal eine Zeit auf diesem Planeten gab, wo das Weibliche wirklich auf ihrem Thron saß, die Liebe auf ihrem Thron saß, die heiligen Priesterin, heilige Sexualität, ja, wo das weibliche Prinzip sehr, sagen wir mal, sehr weit vorn war, ja, und jetzt in den letzten Jahren, Jahrhunderten einfach das Patriarchat durchgebrecht ist, ja, sich die Kraft zurückgenommen hat, die Frauen unterdrückt hat und ja, also ein Freiheitsbild, nenne ich es jetzt mal, ein Machtbild ausgelebt hat. Ja, woher das kommt, kann man verschiedener Ansicht sein. Und sich sozusagen als den Herrn dieser Welt dargestellt hat. Und ich glaube, dass dieses Prinzip in sehr, sehr, sehr vielen Beziehungen noch wirkt. Ja, dass der Mann auf einer gewissen Ebene, ich würde sagen, unerlöst ist. Ja, dass er immer noch versucht, das Weibliche zu dominieren, auf welche Weise auch immer. Ja, Gewalt, ja, Unterdrückung, weil er sich seiner selbst und auch seiner sexuellen Kraft, ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit sexueller Kraft und diesem Gefühl, sich unterlegen zu fühlen, ja, dem Weiblichen, dem ewig Weiblichen und ich als Mann bin der Unterlegene, ist zumindest das, was ich auch in meiner Reise so viel erfahren habe,
Und dass da ein echtes Ungleichgewicht entstanden ist zwischen diesen Polen, was wir auch in dem Podcast gesagt haben, Eros, Gamos. Und dass eben das, der männliche Pol auf eine sehr ungesunde Weise sehr, sehr weit nach vorn gekommen ist. Und ich glaube, dass wir jetzt einfach die Chance haben, in dieser Zeit ja wirklich einen Polsprung zu erleben, dass beide Pole wieder ja sich wirklich echt ergänzen zu einem Ganzen. Ja, nicht, dass das eine den anderen dominiert und umgekehrt, sondern wirklich, dass wir eine Polarität leben, gar nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern zwischen dem prinzipiengebenden und empfangenden Prinzip. Und dass das, ja, wie du es auch gesagt hast, ein Tanz wird, der zum Schluss ein Ganzes wird und wir viel, viel mehr sind dann als die Summe unserer Teile. Ja, und ich kann es ja aus der Praxis vielleicht noch, ist ja ein bisschen länger in der Praxis. Ja, ich würde es gerne mal ein bisschen irdischer machen, vielleicht nicht mit ganz konkreten Beispielen, die könnte ich auch gleich gerne nochmal bringen, wenn du magst, aber ich glaube, dass ich ganz viel verstanden habe, wieso Liebesbeziehungen zwischen Mann und Frau oder Frau und Frau, wie auch immer, so oft nicht funktionieren. Ja, und ich glaube, dass wir wirklich eine Lüge aufgesessen sind, ja, die auch ja der Kurs und Wundern gut beschreibt, nämlich der Lüge der Trennung. Und vor allen Dingen der Lüge, dass uns ein Menschenbruder von uns, ja in dem Fall dann mein Partner, mich so verletzen könnte, dass ich irgendwie ja wirklich geschädigt bin. Und so treten wir eigentlich aus unserer ganzen Entwicklung heraus, aus unserer Erziehung heraus, wo wir ja schon viel Herzschmerz und viel Trennungsgedanken erlebt haben, in eine Partnerschaft mit jemandem, sind aber gar nicht wirklich wir selbst oft. Also wir sind gar nicht so nah an unserem Kern, sondern haben uns mit der Zeit wie so ein, ich sage immer, wie so ein Herzenspanzer aufgebaut. Und der sieht bei jedem anders aus. Ja, manche sind hart geworden. Es gibt auch viele Frauen, so diese, sagen manchmal, so eiskalt wirkt das. Ja, da kommt gar keine Liebe mehr durch. Bei den Männern ist es dann oft dieses, ja, ich möchte mich nicht unterbuttern lassen. Es gibt aber auch Menschen, die fallen, die haben einen Schutz aufgebaut, der eher so in dieses Opfertum reingeht. Also Hilfe, ja, die ziehen sich total zurück und strahlen nicht mehr. Also wir haben verschiedene Mechanismen aufgebaut in unserem Leben, bevor wir in Beziehung treten, in diese erotische Beziehung, wo wir eigentlich schon Ritterrüstung und Ritterrüstung nur noch zusammenkommen. Ja, und nicht mehr Herz und Herz, sondern einfach Rüstung und Rüstung. Und die abzubauen innerhalb von Beziehungen ist einfach unglaublich herausfordernd, weil Beziehungen natürlich immer wieder die Punkte in mir triggern, die mal verletzt worden sind scheinbar, ja, oder die sich verletzlich anfühlen. Und wir sagen auch immer, dass unsere Beziehung ist natürlich auch irgendwie ein Segen und eine Gnade, ja, und aber es hat auch damit zu tun, dass wir vorher in unseren anderen Beziehungen und in anderen Kontexten ganz viel schon daran gearbeitet haben, diesen Panzer abzulegen oder beziehungsweise uns wirklich dessen bewusst zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich so dieses Thema, ja, dass wir wirklich von Herz zueinander kommen, dass das erstmal geschützt wird durch unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und wir sind alle darauf bedacht, unser Herz irgendwie vor Verletzung zu schützen. Und da kommen dann halt die ganzen Sachen raus, die du ja auch gerade schon benannt hast, ja. Richtig schön, ja. Vielen Dank. Ja, vielleicht nehmen wir dann tatsächlich aber noch mal so ein Beispiel raus. So dieses grundsätzliche Hierarchien bilden. Mal stellt sich der eine nach oben auf den Podest und letztlich hockt irgendwie einer immer oben auf der Wippe und der andere unten. Einer hängt oftmals an der längeren Leine und der eine liebt mehr und gibt mehr, der andere fordert oft mehr. Und letztlich ist es so wichtig, finde ich, dort auch zu sehen, dass der sich in die Superiore begibt und sich immer erstmal als der Starke sieht, aber eben auch eigentlich der auch verletzt ist, im gleichen Maße wie der andere. Vielleicht, ja, wie seht ihr das denn dort? Oder wenn ihr jetzt Paare betreut, wie geht ihr da heran, um das also auch beiden Polen klar zu machen. Du oder ich? Mach du. Du bist aber, ich habe das gespürt. Also, wir bringen die Menschen eigentlich in den Beratungssituationen nur in Kontakt. Ja, und zwar nur in Kontakt. Also wir haben natürlich Übungen, die wir machen. Wir hören zu. Ich meine, das klassische Therapie- und Coaching-Gespräch. Ja, wir hören erstmal, was ist. Aber eigentlich, wenn ich so diese 1,5 Stunden, die wir da mit den Paaren zusammen sind, reduzieren müsste auf eine Sache, wäre es, die Menschen in Kontakt zu bringen. Und das ist vor allen Dingen über die Augen. Also wir lassen die Menschen in einer bestimmten Übung einfach nur in die Augen schauen.
und dann wahrhaftig sprechen. Das heißt, einer ist dran zu sprechen aus seinem Herzen, der andere hört nur zu, sagt Danke und dann ist der andere dran. Und das ist eigentlich die Hauptübung, wenn man so will. Mhm. Und es ist unglaublich faszinierend, dass Menschen, die manchmal 20, 30 Jahre zusammen sind, die Kämpfe hatten, wo es Fremdgehen gab, wo es, weiß ich nicht, wo die wirklich, die kommen ja auch an Punkten, wo es schon 5 vor 12 ist oder manchmal 5 nach 12, die wirklich, wo die kommen rein und du spürst keinen Kontakt mehr zwischen diesen Menschen. Mhm. Und wir lassen sie in die Augen schauen für diese halbe Minute und der Raum verändert sich vollständig. Ja, also es ist unglaublich, weil da, was du gesagt hast, da in den Augen, ja, den sagt ja auch das Tor zur Seele, sehen sie die Empfindsamkeit des anderen auf einmal wieder und lassen auch die eigene Empfindsamkeit zu. Und es ist wirklich unfassbar, was in diesen Momenten geschieht oder auch, dass sie dann sprechen dürfen, ohne unterbrochen zu werden. Also sich diesen Teil, diesen Panzer, dieses Herz, das unter dem Panzer ist, wieder auf den Tisch zu legen. Und sobald das geschieht, also sobald einer von beiden bereit ist, durch die Augen und auch durch das gesprochene Wort ein Stückchen sich zu zeigen, entsteht Liebe, entsteht Magie, entsteht Nähe. Und wir geben eigentlich den Paaren fast nur diese Übung manchmal mit. Und wenn sie sie machen, entstehen wirklich Wunder. Also es gibt mal so kurz aus der Paartherapie-Szene zu sprechen. Ich sage das manchmal an der Stelle. Es gibt so Statistiken, ja, ich stehe nicht so auf Statistiken, aber die finde ich gut, weil die sagt, dass Paare in Deutschland ungefähr 30 Sekunden am Tag über beziehungsrelevante Themen sprechen, durchschnittlich. Alles andere ist Organisation, Planung, wie war das Wetter, wie war die Schule. Und sobald du die Menschen einen Raum schaffst, wo sie sich wirklich begegnen können, entsteht Liebe und Nähe automatisch. Und das ist eigentlich so das, was wir tun. Also da ist keine Zauberei, sondern einfach das wieder zu tun, was man am Anfang einer Beziehung oft tut. Ja, nämlich sich irgendwie zu fragen, wer ist denn der andere da überhaupt? Und das vergisst man halt leider in Beziehungen oft. Ja, weil du gesagt hast, dass mit dem Rollen mal ist der eine oben, mal der oben und unten, ne? Ich würde sagen, mal ist der eine in der gebenden und der andere in der empfangenden Position. Und das zum Beispiel diese Übung, dieses wahrhaftig sprechen, was wir übrigens jeden Morgen machen, was ich jedem empfehlen kann. Also das ist nichts dafür, wenn es kriselt, sondern das ist eigentlich, sollte es der Normalzustand sein, wie man miteinander ist, so wie wir jetzt auch, ja. Du stellst eine Frage, wir antworten, ja. Und es ist ganz klar sozusagen definiert und in dieser Übung, ja, Ritual, nennen wir es mal, ist es auch ganz klar, einer lädt den anderen ein zu sprechen und der andere spricht. Das heißt, der eine ist der Gebende, der andere der Empfangende. Und das ist egal, ob das männlich, weiblich ist, weil das wechselt sich ja auch immer ab. Und dann ist ein Dankeschön und dann ist der andere dran. Und so ist es irgendwie ein total schöner Ausgleich, weil jeder darf sprechen, jeder darf empfangen und es geht gar nicht so sehr darum, das danach zu zerreden, sondern was Momo gesagt hat, eigentlich bauen wir nur wieder echten Kontakt auf, ja, oder beziehungsweise stellen den Raum zur Verfügung, Kontakt aufzubauen. Und dann darf sich erstmal vieles zeigen, was dann da passiert. Natürlich kommt dann unser Freund, der Schmerzkörper an vielen Stellen hoch. Das ist ja nicht nur immer ein schönes Gespräch schon, aber natürlich kommen Schmerzen hoch, alte Verletzungen hoch, ja. Aber überhaupt, dass es einen sicheren Raum gibt, wo die entstehen können, wo die sich zeigen dürfen, ja, wo ich meinem Partner sagen darf, ey, ich habe letzte Nacht von einer anderen Frau geträumt. Oh mein Gott, sowas hätte ich ja früher nie im Leben ausgesprochen. Ja, und das mache ich nicht, um meinem Partnerin einen reinzudrücken, sondern hey du, ey, es gibt Bewegungen in meinem Kopf, in meinem Geist, von denen, wenn sie wirklich wichtig sind, möchte ich, dass du davon weißt. Und umgekehrt genauso, du, also jetzt mal in der erotischen Beziehung, ich habe da an jemanden gedacht oder jemanden gesehen, das hat was in mir ausgelöst. Was für eine Befreiung, das aussprechen zu können, ja. Und natürlich auf den anderen Ebenen auch, ja, oder auch alte Verletzungen. Blöd wird's, ja, und das ist halt meistens, wenn es in der Kommunikation schief geht, wenn dann beide gleichzeitig senden wollen, ja, wenn beide gleichzeitig ihren Schmerzkörper gefunden haben, dann wird's doof und dann versucht und meistens ist da der Mann, weiß nicht, ob der da immer der Stärker ist mit seinem Schreien und Rausrennen und Türen knallen, Frauen haben andere Mechanismen, um ihre Stärke zu zeigen, aber ist ja keine Stärke, ja, sind wir da mal ehrlich, ist ja keine Stärke, sondern ist einfach Schmerz, der nicht gehalten werden kann. Und dieses Ritual des Wahrhaftigsprechens, ja, was, wenn ich auf eine einsame Insel ziehen müsste, wäre das wichtigste Ritual im Kontakt, was ich mitnehmen würde. Hey, erzähl mir etwas Wahrhaftiges von dir. Wie geht's dir denn gerade wirklich, wirklich? Und dann lausche ich. Ja, ja, ich habe noch, wenn ich noch darf, kurz. Ich glaube einfach, dass wir Menschen
unfassbar sensible und sehr zarte, natürlich auch sehr kraftvolle und mächtige, aber auch sehr zarte und sehr feinspürige Energiewesen sind. Und wenn du so fragst, wenn ihr vor den Paaren sitzt, oder wir haben das ja auch selbst oft noch manchmal, ja, wie schnell ein einziges Wort oder ein einziger Blick eigentlich, also ich habe manchmal das Gefühl, meine Seele ist wie so eine Schnecke, ja, mit so Fühlern. Und sobald etwas kommt, was unachtsam ist, was grob ist, was gemein ist, ja, oder vielleicht auch nur nicht beachtend ist, zieht sich ein Teil dieser Fühler sofort zurück. Und diese Momente, also eine Bewusstheit dafür zu kriegen, ne? Also sag mal ein Beispiel, wenn jetzt der eine sagt, du, ich weiß nicht, gehe jetzt am nächsten Wochenende mit meinen Freunden, bin ich unterwegs, mache ich ein schönes Männerwochenende, und die Frau sagt, ja gut, wenn du meinst, ist ja eigentlich nichts Blödes passiert, aber es ist eine Energieform entstanden, die nicht, ein nicht ausgesprochenes Gefühl, eine nicht ausgesprochene Angst, vielleicht wäre die Wahrheit an der Stelle zu sagen, oh, das finde ich super schön, aber weißt du, irgendwie gibt es einen Teil in mir, der hat da so schlechte Erfahrungen gemacht, da habe ich eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor. Mm. Und schon wäre ein Raum von Nähe entstanden. Also, und das sind so Beispiele, wo wir auch bei den Paaren merken, dass da Hunderte manchmal am Tag von passieren, ohne dass die Paare das mitbekommen und die Seele sich immer ein Stückchen weiter zurückzieht und irgendwann ein Panzer aufgebaut wird, von dem ich gesprochen habe. Und dann ist es wirklich auch manchmal schwer, den wieder weich zu kriegen. Ja. Sehr schön. Ja, also Radical Honesty, vielleicht einfach so. Und an dem Punkt muss man natürlich kommen, jeder für sich, dass man sich traut, sich dort ganz und gar zu zeigen und halt auch so einen Rahmen schafft, wo der andere dann nicht gleich wieder reagiert, sondern das einfach mal auch aushält und dann den Raum hält. Und was mir auch dazu eingefallen ist, Martin, dass es halt eine Ordnung gibt hier in dieser Schöpfung, und das klingt dann erstmal, und das Ego sagt, nee, ich will mein eigenes Ding machen, so, ich tanze aus der Ordnung, und es klappt ja auch, irgendwo lebt man ja, aber was für eine Qualität sich eigentlich daraus ergeben kann, wenn man wieder diese Gesetzmäßigkeiten achtet, und es ist ja total banal, sage ich mal erstmal, es gibt ja immer nur wieder gebend und nehmend, und wenn man dann einfach in der Partnerschaft, wie ihr auch in dem Podcast gesagt habt, den ich also jedem sehr ans Herz legen möchte, das ist wirklich super heilsam und schön, wie ihr das gemacht habt, ja, das halt, wenn beide gleichzeitig versuchen zu geben, wenn beide gleichzeitig massieren wollen, dann wird es einfach schräg. Und ich kenne das von mir früher, ich habe das gar nicht ausgehalten. Da, wenn mich jemand liebevoll berührt hat, wollte ich das sofort gleichzeitig zurückgeben, anstatt dass ich es einfach mal genieße wirklich und dadurch auch dieses Geschenk empfange. Und dort, ja, das muss einfach, darf jetzt jeder wieder lernen, auch sich dort, ja, auch selber den Wert einfach zu geben, ehrlich zu sich zu sein. Am Ende des Tages geht es ja immer nur um uns selbst im Grunde. Ja, und ich finde es schön, du hast das gerade echt schön ausgedrückt, mit dem dieses Geschenk auch zu empfangen. Ja, wie oft, woher auch immer das kommt, gibt es auch verschiedene Theorien, dass wir so eine Schuld in uns tragen, dass wir es gar nicht dürfen, jetzt zu empfangen, beziehungsweise schon während wir empfangen, den Plan schmieden, wie wir es irgendwann wieder ausgleichen können. Also ich kenne das auch bei uns, ne? Ich bin noch gar nicht richtig aus der Massage raus und sage, okay, jetzt leg du dich hin. Ja, ich gar nicht so den Raum danach zu fühlen. Na klar, möchte ich es auch irgendwann zurückgeben, aber nicht, weil eine Schuld entstanden ist, sondern weil es ein natürlicher Tanz ist. Und ich kenne dieses Gefühl wirklich noch so, so gut, auch jetzt noch, dieses, auch ich hatte jetzt Geburtstag, ja, ich kriege Geschenke, und nicht, dass ich habe mich sehr gefreut, aber was auch passiert, mein Kopf denkt schon, oh Gott, wie kann ich das nur, was ich jetzt alles bekommen habe, wieder zurückgeben? Was für eine wahnsinnige Vorstellung. Und da wirklich Bewusstsein drauf zu lenken und zu sagen, hey, wenn das Leben mich beschenkt, bin ich auch bereit, es zu empfangen. Ja, oder wenn du jemandem ein Kompliment machst und er sagt, oh Mensch, schönes Kleid, ja, ist von H&M. Ja, danke. Ja, ich wollte dir ein Kompliment machen. Ja, und das ist total blöd, weder für den Gebenden noch für den Empfangen. Ja, also so, wie oft schlagen wir damit die Geschenke des Lebens einfach aus? Weil, und das glaube ich halt, dass das aus einer echt tiefen Urschuld kommt, ja, dass wir es nicht wert sind, dass wir was auch immer, will es gar nicht aufzählen, ich will lieber das Neue stärken, sozusagen. Hey, okay, wir nähern uns wieder dem gebenden und dem nehmenden Prinzip. Und dann entsteht ein Tanz. Und das ist eben auch der Unterschied, weil ich sage das mal gern zwischen Polarität und Dualität, ja.
Dualität sind echt zwei Gegensätze, die sich ausgrenzen, ja, Krieg und Frieden, die bedingen nicht einander, ja, Himmel und Hölle brauchen nicht einander, aber männlich und weiblich, Polarität brauchen einander, um zu einem Ganzen zu werden, ja. Ja, und das Schwierige so ein bisschen, also gerade bei dem Thema Sexualität, also Sexualität ist die Bühne der Partnerschaft eigentlich. Es ist die Bühne, wo sich Dinge zeigen. Ja, also ich meine, wir machen ja auch, haben ja auch in der Paartherapie oft diese sexuellen Themen. Und es ist so, das ist wirklich wie so eine Bühne, wo man ablesen kann eigentlich fast, was in der Partnerschaft gerade dran ist. So wie die Symptome, die sich in der Sexualität zeigen. Und es ist manchmal gerade in diesem Bereich, weil der natürlich sehr fragil ist, super schwierig, den Menschen anzuleiten oder Impulse zu geben, um zu diesem Empfangenden zurückzukommen. Dann stell dir vor, du hast eine Frau, die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat, die vielleicht ihr Herz geschützen musste aus ihrer Geschichte heraus und du legst sie in die Massage und fängst an, sie zu streicheln. Und es wird erstmal nur Widerstand innerlich kommen, also wie du das auch gerade beschrieben hast. Es fühlt sich erstmal überhaupt nicht schön an, das Thema. Also wenn Sidi am Anfang meinen Bauch gestreichelt hat und ich habe mit meinem Körper irgendwie super Stress gehabt und noch niemand hat jemand zärtlich meinen Bauch gestreichelt, hat sich das überhaupt gar nicht schön angefühlt, sondern es gab nur ein Nein, Nein, Nein in mir. Und an dieser Stelle zu verstehen, dass, und da muss ich natürlich sagen, nur in einem sicheren Rahmen, also bitte an alle Menschen, das nicht irgendwo ausprobieren, einfach aber in einem sicheren Rahmen mit einem Menschen, der dir Gutes will, heißt es auch, durch diese Widerstände durchzugehen. Und das heißt, dass Sexualität und Zärtlichkeit sich auch vielleicht in dem Moment erstmal nicht gut in Anführungsstrichen anfühlen mag, aber darunter, dahinter, wenn du durchgehst, dann wartet das schöne Gefühl. Und das ist ein Bereich, das ist wirklich sehr schwierig, das zu vermitteln, weil man sagt, ja, wenn sich das nicht gut anfühlt, dann will ich das auch nicht machen. Ja. Ja, und da gibt es natürlich auch einen Teil, wo ich sagen würde, ja, schützt dich gut, aber wenn du in einem geschützten Rahmen bist, dann darfst du auch durch diese Widerstände, dann kommen Tränen, dann kommt manchmal Wut und dann danach kommt erst dieses schöne, lustvolle Gefühl. Ja. Ja. Ja, richtig schön, ja. Also an der Stelle sage ich auch immer gerne so, ich ziehe vor allen Seelen, die hier auf der Erde sind, meinen Hut, weil sich auf dieses Spiel hier einzulassen und bevor man eben wieder in diese Schönheit zurückgeht, bedarf es jetzt gerade momentan einfach viele Panzer, die es abzulegen gilt und viel Schmerz vielleicht auch, durch den man noch durch muss. Auch was ich richtig schön fand, Martin, dass du eben sagst, wir richten uns eher auf das Neue aus, anstatt jetzt dem Alten noch so viel Energie zu geben, Aufmerksamkeit zu geben. Und es kommt ja sowieso, was kommen muss. Also wir müssen da jetzt auch nicht so verbohrt in diesen Schattenthemen hängen bleiben, was ja auch oftmals bei vielen passiert, sehe ich. Oder habe ich auch Phasen gehabt, wo ich gefühlt dann überhaupt kein Licht mehr gesehen habe, weil ich einfach in den Schatten nur noch unterwegs war. Mhm. Ja, da muss man also auch aufpassen, dass man einen Ausgleich hält. Und dann also Stichwort, sich auf das Neue jetzt ausrichten. Wie sieht denn dann in eurer aktuellen Vision diese geheilte Form aus? Ja, wie kann Beziehung aussehen? Ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich auch auf einem guten Weg dorthin mit eurer Reife und euren Erfahrungen, eurem hohen, wachen Bewusstsein. Ja. Also ganz ehrlich, ich würde nicht sagen, dass wir fertig sind, aber ich lebe eine Art Beziehung, wie ich sie mir nicht mal hätte malen können. Ja, also wenn mich vorher jemand gefragt hätte, wie ich mal Beziehungen lebe und wie wir sie jetzt leben, ich habe vielleicht eine Ahnung davon gehabt, aber hätte es nicht benennen können. Und ich sage das, und es geht an der Stelle, ist es uns immer wichtig zu sagen, geht hier überhaupt nicht um Beziehungsform. Ja, bist du polygam, bist du monogam, bist du hetero, bist du homo? Das ist eigentlich völlig zweitrangig. Die Form ist völlig zweitrangig. Liebe und Freiheit passen in jede Beziehungsform. Ja, die Frage ist nur, sind wir ehrlich miteinander? Dürfen wir uns, also wenn du fragst, was ist für mich eine geheilte Form oder eine echte, eine neue Form von Beziehung, für mich nicht nur ein Paarbeziehung, sondern auch mit meinen besten Freunden, habe ich da einen Raum, wo ich mich ehrlich zeigen darf. Ja, wir hatten am Wochenende einen guten Freund zu Gast, der hat gesagt, Leute, ich durfte das allererste Mal in meinem Leben wo sein, wo ich niemand sein musste. Ja, ich musste keine Rolle spielen, ich musste nicht irgendwie, wir saßen hier unter Männern draußen zu dritt, hat er gesagt, boah, das ist so befreiend, kein komischer Schwanzvergleich, wer hat das, wer hat die schönste Frau, wer hat das meiste Geld,
Wir waren einfach unter Männern und es war schön. Ja? Oder auch mit Momo, es entstehen Räume, da dürfen wir sein. Und was dann bei ihm passiert ist, und das habe ich noch nie erlebt, ich kenne ihn jetzt schon eine Weile, auf einmal hat er geleuchtet wie ein Buddha, der ist eigentlich sonst wirklich tief mit Depressionen zu tun und also wirklich heftige Depressionen, jahrelang krank geschrieben. Und der war still, hatte die Augen zu, hat meditiert und ich dachte, ich wäre weggeblasen von diesem Energiefeld. Und das passiert, wenn wir sein dürfen. Und das ist für mich das, was natürlich partnerschaftliche Beziehungen, aber auch das andere ausmacht, sein. Und dann natürlich eine Kommunikationsform, wo wir ehrlich sagen, hey, das ist in mir, das ist in dir. Und dann zu schauen, wie können wir Lösungen finden, vielleicht für auch Bedürfnisse, die erstmal scheinbar diametral entgegengesetzt gegenüberstehen. Und dann zu gucken, finden wir zusammen eine Lösung. Und ich finde es auch wirklich total legitim, wenn man nach einer Weile sagt, hey, wir waren jetzt 15 Jahre ein Paar und wir haben echt gearbeitet und merken jetzt nach 15 Jahren, du, eigentlich geht meine Lebensreise gerade in eine andere Richtung. Und dann einen würdevollen Abschied oder nicht mal Abschied, ich nenne es gerne eine würdevolle Transformation zu finden. Ja, das ist in meiner vorhergehenden Beziehung gerade der Fall gewesen. Das war auch nicht leicht, die Beziehung sozusagen zu transformieren. Aber was total schön ist, die Liebe ist bis heute total erhalten geblieben. Ja, also ich liebe diese Frau weiterhin, doch wir haben uns auf eine neue Form geeinigt. Ja, und Momo und ich haben uns auch auf eine sehr bestimmte Form geeinigt. Und ich glaube, und das sind natürlich so diffizile Themen, wo es so schnell knallen und Dings kann. Und da wirklich, ja, was Momo auch gerade gesagt hat, also dieses, naja, wenn du meinst, nee, eben nicht, wenn du meinst, lass uns doch mal hinsetzen und dann sage ich dir, was ich meine. Und ich würde total gern hören, was du meinst. Mhm. Und wenn das für dich aus irgendeinem Grund gerade scheiße ist mit dem Wochenende, weil deine Verletzungen so stark sind, dann bin ich bereit, mit dir eine Lösung zu finden. Dann kann ich auch ein Wochenende später fahren. Ich würde es jetzt nicht komplett für mein ganzes Leben lang aufgeben, dann müssen wir mal reden. Aber für mich ist die Reihenfolge in unserer Beziehung total klar. Ja? Also wir sind sozusagen die Base und die muss stehen, die muss stimmen. Und von da aus kann ich sowohl, was weibliche Beziehung, aber auch mein Business und andere Sachen geht, von da aus kann ich fliegen. Aber wenn mein Flugzeugträger sozusagen nicht steht, dann bin ich lost in Universe, ja. Ja, sehr schön. Ja, also die Vision von Beziehung hängt für mich ganz eng zusammen mit der Vision über die ganze Welt. Also ich glaube, dass Beziehung einfach ein wichtiger und ein großer Teil ist ja von dem Neuen, was ich sehe oder was ich immer schon gesehen habe und was ich ganz, ganz fest glaube, dass das kommen wird und hoffentlich schnell kommen wird. Ja, diese neue Begegnung, dass sich Menschen eben begegnen mit dem Wissen, eine Seele, das trifft die andere und eigentlich sind wir beide von dem Gleichen. Ja, aber wir schauen uns einander an. Es gibt ein ganz schönes Buch von Dieter Duhm und Sabine Lichtenfeld, das kann ich sehr empfehlen. Das heißt, und sie erkannten sich. Ja, und dieses, dass ich in meinem Partner wieder eine wirkliche Seele sehe, ja, in einem schönen Raumanzug, der mir vielleicht auch noch gefällt, aber dass ich etwas sehe und dadurch, dass ich ihn sehe, sofort auch mich selber erkenne. Also das ist ein Erkennensprozess, ist ein wirkliches Sehen und wir Menschen wünschen uns auch nichts sehnlicher, als dass das endlich jemand sieht, ja, dass endlich jemand uns in die Augen schaut und endlich sieht, wer ich eigentlich wirklich, wirklich bin. Und dadurch entsteht einfach eine Kraft und eine Liebe, die dann auch wirklich keine Form mehr braucht. Also wir wurden oft gefragt, ja, was seid ihr denn? Seid ihr jetzt ein Paar? Und das hörte sich irgendwie, also, und dann kam der Begriff Gefährten irgendwann auf. Und wir haben immer nur gesagt, wir lieben uns. Und das hört sich vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, abgehoben an oder so, weiß ich nicht, aber formlos. Es ist, oder formlos an, ja. Aber es ist so, wenn du jemanden siehst als das, was er ist, und ihn liebst, dann kannst du gar nicht, also ist auch der erste Mann, wo ich das Gefühl habe, ich könnte ihn gar nicht einschränken in dem, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist. Also es ist wie ein, das geht gar nicht mehr. Also ich kann das schlecht beschreiben, wenn er jetzt sagen würde, ich will jetzt ein Jahr nach Afrika oder so, natürlich wäre ich dann traurig, hätte vielleicht auch Angst, aber es ist so, wenn es wirklich sein Seelenplan ist, dann kann ich dem gar nicht mehr im Wege stehen. Und ich glaube, so wünsche ich mir Beziehung, ja, dass man sich zeigen darf, dass man sein darf, dass man Freiheit
dass die Freiheit, die daraus entsteht, aus dem Inneren heraus entsteht und nicht aus einem Konzept. Also wir haben ja jetzt auch viel mit oder ein bisschen mit Menschen auch zu tun gehabt, die das Konzept von Liebe und Freiheit über ihre Beziehung stülpen. Ja, wir sind alle, wir dürfen alle mit allen schlafen und alles ist cool und so. Und wir merken, das ist wie ein Drüberstülpen über eine Verletzung, die trotzdem nicht geheilt ist. Ja. Also Liebe und Freiheit ist etwas, was sozusagen aus der Natur, genau wie Glaube und Spiritualität, glaube ich, etwas ist, was aus uns heraus sozusagen erwachsen muss. Und das, so sehe ich neue Beziehungen. Also da ist einfach alles möglich und Treue und Liebe und Loyalität sind genauso wichtig wie Freiheit und sich ausdrücken dürfen. Und das widerspricht sich wirklich nicht. Ja. Ja. Wunderschön. Ja, das ist also auch ein interessantes Thema, was du da ansprichst, weil viele dann sagen, sie gehen in ein Extremum und sagen, ja, Polygamie und ich kann mit allen und jeder überall liebevolle Begegnungen noch haben, das stimmt sicherlich, aber man muss einfach immer am Ende des Tages gucken, wo man sich nicht wieder selber in die Tasche lügt oder irgendwelche Konzepte lebt, die man vielleicht cool findet oder die jetzt in dem Freundeskreis gerade aktiv sind, sondern immer wieder wirklich ganz tief mit sich in die Verbindung geht und schaut, passt es wirklich für mich? Und eigentlich also dieses Beispiel mit der Schnecke fand ich richtig gut, weil da sieht man es so gut wie die Natur. Man berührt dieses Auge und die Schnecke, also auch in diesem Slow Motion und dann braucht sie ihre Zeit, bis sie diesen Fühler wieder ausstrecken kann. Und das passiert bei uns am laufenden Band, nur sind wir eben so abgehärtet, so ja, nicht in unserem Gespür, dass wir das oftmals einfach gar nicht mehr spüren. Und das dürfen wir jetzt einfach wieder lernen, dass wir so zarte Wesen sind. Und denke ich, der Schritt ist auch für mich definitiv genau an diesen Punkten, wo ich merke, oh wow, da zieht sich's jetzt zusammen, mein Herz einfach trotzdem offen zu lassen und den anderen trotzdem einfach genauso zu lieben oder noch mehr wieder vor. Ja. Und dafür braucht es eben Beziehungen, ja? Also ich glaube schon, dass man viel spirituell erreichen kann, in der Höhle meditieren kann, ja, Yogi sein, dass das funktioniert, aber ich glaube, dass wir eben nicht umsonst auch als Menschen gemacht worden sind und bei uns, wir sagen mittlerweile im positiven Sinne, wir brauchen einander, ja, früher war dieses Brauchen ein aneinander festhalten und es sind irgendwie toxische, co-abhängige Beziehungen entstanden, aber wir Menschen, nicht nur wir Mann und Frau, wir Menschen brauchen einander, ja, weil wir eigentlich nur in der Begegnung mit jemand anderen auch erstmal checken können, haben wir das, was wir in unserer Höhle uns eher meditiert haben, leben wir das denn wirklich, ja? Mhm. Oder bin ich an der nächsten Postschlange und schlag dem Nächsten auf den Kopf, weil er meine Ruhe gestört hat, ja? Und das ist wirklich, ich finde, Beziehung und gerade die partnerschaftliche Beziehung ist so ein ultraschneller Weg zum Erwachen. Also das ist, dafür liebe ich es, wenn wir es, ich sage es jetzt mal richtig angehen, es kann natürlich auch ein ultraschneller Weg in die Hölle sein, wenn wir es auf die andere, auf die alte Art und Weise tun, ja? Ja. Ja, aber auch in diesen Beziehungen, also wie gesagt, ich habe auch sehr viele destruktive Beziehungen erlebt, wirklich auch viele, viele Schmerzen erlebt und in diesen Beziehungen, also gerade da kann man das, was du gerade gesagt hast, unglaublich gut lernen. Das heißt, ich erlebe eine scheinbare Verletzung und versuche, mein Herz trotzdem aufzuhalten und den Schmerz halt zu fühlen und nicht ihn zu verbarrikadieren. Das heißt bitte nicht, dass ihr in destruktiven Beziehungen alle bleiben sollt, aber selbst da, die sind ja auch nicht umsonst in mein Leben gekommen, selbst da kann ich etwas lernen. Und viele Paare fragen uns, wann ist denn der Zeitpunkt, eine Beziehung zu beenden? Woher weiß ich denn, ob es immer noch ein guter Lehrer ist oder ob ich wirklich auch rausgehen sollte aus der Beziehung? Und da hat ein Lehrer von uns mal was Schönes gesagt, er sagt, wenn dein Selbstwert in einer Beziehung dauerhaft sinkt, dann solltest du vorsichtig sein und dann solltest du auch vielleicht gucken, dass du aus dieser Beziehung irgendwann dich auch verabschiedest, weil das, und das kann man ganz gut beobachten, ja, ist dein Partner jemand, der eher das, wo du dich klein fühlst und immer kleiner, oder ist es etwas, wo du einander auf einmal aufblühst und auf einmal stärker wirst und größer wirst, als du vorher warst? Ja, das ist schön, einfach sich gegenseitig zu erheben, wenn die Wertschätzung da ist. Auch wenn da noch Ecken sind und Kanten und das, wer weiß ich, das sagt ihr ja auch, das hört nicht von heute auf morgen auf. Und das ist ja auch schön, das ist ja ein, so bleibt es immer
Man braucht ja irgendwo manchmal auch ein bisschen Salz und Pfeffer vielleicht für eine gewisse, also Ja. ja, nicht dieses, dass es noch, dass da Feuer ist und man es künstlich anfeuert, sondern halt einfach, ja, es bedarf ja dieser Polarität auch einer gewissen Reibung, damit die Evolution sich weiter bewegt, vielleicht so, ja. Also ich habe das Gefühl, wenn ich dazu was sagen darf, ist, dass wenn wir uns reiben, und das passiert oft, ja, es knallen auch schon mal die Türen und so, aber wenn das passiert, dann ist das eigentlich immer nur das Ego, was aneinander rasselt. Also wenn wir uns wirklich in unseren Herzen begegnen, also so Streit in diesem Zustand gibt es eigentlich nicht. Was es aber natürlich gibt, ist jeweils ein Individuum, was die eigenen Bedürfnisse hat und die eigenen Wünsche. Aber richtig Streit und Verletzungen geschehen in meiner Welt oder in unserer Beziehung eigentlich immer nur dann, wenn das Ego vorne steht oder der Panzer hochkommt. Ja, also sonst gibt es eigentlich diese Reibung nicht, nur ein Miteinander verschalten und immer weiter freischalten. Und ehrlich gesagt, also wenn wir über unsere Beziehung sprechen, hört sich das vielleicht manchmal so harmonisch an, aber ich habe unglaublich viel Angst, ich habe unglaublich viel Eifersucht, ich habe unglaublich viel Herzensschmerz und der auch immer wieder hochkommt, auch wenn wir eine freie Liebe führen, ja. Also das wird nicht weniger, das wird einfach nur offensichtlicher vielleicht und etwas weicher. Also es ist nicht mehr verbaut, ja, von diesen Panzern, sondern es wird einfach nur offensichtlicher. Aber es gibt immer wieder viele Tränen und viel Angst auch, natürlich, ja. Naja, dann sind wir mal, ich würde auch gerne noch, weil das ist eigentlich, finde ich, der springende Punkt, ja, weil du, ich meine, der Podcast heißt oder das Thema auch Selbstgespräch, ja, wir alle erkennen uns gerade in uns selbst irgendwie. Und wenn Momo sagt, ja, eigentlich ist es nur das Ego, was dann knallt. Naja, na klar. Also was das Ego will sich weiterhin als getrennt wahrnehmen. Ja, ich bin ein eigenständiges Wesen. Ich habe mit dem anderen noch gar nichts zu tun. Ja, wenn, dann will ich was von dem anderen. Aber was gerade in der Sexualität oder in nahen Beziehungen passiert, wenn du auf einmal merkst in diesen Momenten, oh fuck, jetzt passiert was, wo ich verschwinde und es zu einer Einheit wird. Eigentlich etwas, wonach wir uns wahrscheinlich in der Tiefe alle sehen, ja, diese Einheitserfahrung, deswegen ist das auch so schön in der Sexualität, aber für einen Teil von uns, nennen wir ihn jetzt mal das Ego, ist das der Tod, ja, ist das einfach der Tod und deswegen ist diese Angst vor tiefer Verschmelzung, vor tiefer Hingabe, vor echter Nähe, ist auch eine Todesangst in uns, nicht für den Teil, der wahrhaftig ist, aber für den illusionären Teil, der glaubt, er könnte sich als getrennt wahrnehmen, ist das der Tod und wenn wir das irgendwie sehen können und verstehen können, dann finde ich, fällt auch der Weg in die Hingabe ein ganzes Stück leichter, weil dann kann ich auch Mitgefühl haben mit diesem Teil, der an dieser Stelle sterben wird, ob er will oder nicht. Ja. Wunderschön. Ja, wo geht denn eure Vision, was eure aktuellen Projekte anbelangt, gerade hin? Was macht ihr da so? Ihr arbeitet ja auch eben zusammen. Ich weiß auch nicht, jeder irgendwo auch für sich, aber ihr habt ja gemeinsame Projekte. Was steht da gerade so in der Pipeline? Also wir arbeiten seit einem Jahr, kann man sagen, mittlerweile wirklich nochmal ganz, ganz neu und kraftvoll in einer anderen Reihenfolge. Also die Reihenfolge ist immer von da nach da. Also wir versuchen unsere Kanäle zu öffnen. Was will das Leben? Was will Gott? Was will das große Ganze? Was will Spirit von uns? Wo? Und je mehr wir das tun, desto mehr werden wir auch dahin geführt, wo wir hinkommen sollen. Und Ich es ist sage so ein noch bisschen. kurz von oben nach unten, weil manche hören vielleicht nur zu, die wussten jetzt nicht, welche Ach Gesten so, ich so ja. Ja, Dankeschön. gerade. Dankeschön, ja. Ja, von oben nach unten. Oben ist natürlich Quatsch, was ist ja nicht getrennt von uns, aber es ist so ja, also die Reihenfolge heißt: Leben, bitte setze uns dahin, wo wir gebraucht werden. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, über die Vision zu reden. Also ich habe unglaublich viel Lust, wieder Seminare zu machen, mit den Menschen wieder in Kontakt zu kommen, zu fühlen, Prozessarbeit zu leisten. Ja, es gibt so eine Vision von Garden Eden Project, so ein Seminar, was wir anbieten möchten. Aber es ist so ein bisschen von den Visionen, von dem eigenen Wollen, so ein Stückchen runter. Es gibt viele Dinge, die wir unglaublich schön fänden, wenn die stattfinden. Aber das Leben hat uns echt gelehrt, einfach dahin zu gehen, wo wir gebraucht werden. Und wenn uns jetzt jemand einlädt zum Podcast, dann machen wir das. Und wenn es wieder möglich wird, Seminare zu geben, dann gerne sofort. Aber
Ja, deswegen ist es ein bisschen schwer, über Visionen zu sprechen. Also wir möchten super gerne ortsunabhängig arbeiten, weil wir das Gefühl haben, wir möchten auch noch so ein bisschen in die Welt. Aber who knows, wie das alles gerade wird. Ja, also wir wissen nicht, wie die äußeren Umstände sind und tun einfach jeden Tag. Ich habe das Gefühl, wir arbeiten auch, beziehungsweise Arbeit und Leben ist auch bei uns wirklich nicht getrennt. Also entweder wir arbeiten den ganzen Tag, könnte man sagen, oder wir leben den ganzen Tag, je nachdem. Aber es ist einfach unser Leben weiterzuleben und so viele Menschen, wie die Bock haben, daran teilzuhaben und sich gerufen fühlen, über die freuen wir uns unglaublich sehr und so einen Stamm von Liebe und Freiheit irgendwann mal zu wissen. Ja? Also von Menschen, die einfach unglaublich Bock haben, dieses Neue aufzubauen, die Neue lernen wollen und mit denen zusammen zu sein, zu leben und zu arbeiten und zu wirken. Das ist auf jeden Fall ein großer Wunsch. Ja. Also ist alles genau so. The Garden Eden Project, ja, haben wir das vor kurzem mal, ist das zu uns gekommen. Und ja, also dieser... gar nicht so, was wollen Sidi und Momo, sondern eigentlich wünsche ich mir total, dass unser Job auf dieser irdischen Ebene total überflüssig wird, ja, dass wir nicht mehr Menschen sagen müssen, hey, kommt doch wieder aufeinander zu, seid doch mal ein bisschen mehr wahrhaftig miteinander, sondern dass wir wirklich, ja, Daniele Ganser sagt, dass wir wirklich wieder zu einer Menschheitsfamilie werden und wir einfach auf diesem wunderschönen Planeten einfach in Harmonie miteinander leben. Und was dann möglich ist, das finde ich eigentlich das Spannende. Gefühlt räumen wir jetzt eigentlich die ganzen Sachen, die zwischen uns und der Liebe stehen, ja erst noch beiseite. Und die Vision, wenn wir jeder mit oben, ja, mit dem Great Spirit, der ja nicht nur oben ist, sondern auch unten und links und rechts verbunden ist, das ist das, was mich wirklich antreibt und anmacht und welche Form das annimmt. Ob wir jetzt ein Kartenspiel gerade rausbringen dazu, ob wir Paartherapie machen, ob wir Seminare machen, wird sich zeigen, ja, was die Form von uns will. Also ich bin bereit, mir genauso wie mit dem Körper die Form geben zu lassen, die es braucht, um die Mission zu machen. Aber am Ende des Tages ist es zwar schön, dass wir eine schöne harmonische Beziehung leben, aber wenn oder glücklich sind, aber wenn noch ein Kind auf dieser Erde hungert und am Hungertod stirbt, dann ist es einfach noch nicht vorbei. Ja, bis dahin gibt es halt die Arbeit zu tun. Und das ist das, ja, wofür wir hier angetreten sind. Ja, ja. Und das ist auch, glaube ich, so der gemeinsame Missionsauftrag, den wir irgendwann mal angenommen haben, jeder für sich alleine als Individuum. Und das kommt auch immer wieder zu sagen, hey, und das können natürlich nicht wir, das ist uns schon klar, das sind nicht wir, aber durch ein Stückchen durch uns und durch dich und durch so viele andere Menschen, die daran mitwirken, wirklich nicht zu ruhen, bis es vollbracht ist. Und ob das in dieser Inkarnation getan ist oder in der nächsten, aber das ist ein Auftrag, der mich unglaublich, ja, eigentlich der Hauptauftrag, ja, der Hauptauftrag, nicht zu ruhen, jetzt schon glücklich zu sein, um das ausstrahlen zu können und zu zeigen, hey, es ist möglich. Also letztens hat so jemand uns oder schon öfter mal gesagt, Mensch, wenn ich euch so sehe, dann habe ich wieder Hoffnung, dass das funktioniert auch in der Liebe. Und ich habe gedacht, also was könnte es Schöneres sein, als eine Werbung zu sein dafür, dass Liebe zwischen Mann und Frau möglich ist und frei möglich ist. Und das, also, oh, du merkst, da komme ich ins Schwärmen. Und also mehr müssen wir eigentlich nicht tun. Uns selber glücklich machen, uns benutzen lassen und jeder, du mit deiner Arbeit, wir mit unserer Arbeit und jeder am gleichen Ziel zu arbeiten. Ja, ja, super schön. Ja, so kann ich auch gut mitgehen. Früher dachte ich mal, man braucht so eine ganz konkrete Struktur und man braucht so dieses... ja, wo siehst du dich in 5 Jahren, wo siehst du dich in 10 Jahren, das hat mit mir immer nur Stress, auch was weiß ich, was da ist, ist mir auch total egal. So. Und mich jetzt einfach zur Verfügung zu stellen, mein Ego einfach immer mehr zur Seite zu stellen und einfach zu sagen, ja, lass die Schöpfung durch mich, ich möchte dieses, nutze das als Werkzeug, um hier die Liebe herzubringen. Und dann kommen ja auch die Inspiration und die Ideen, das muss ja einfach nur zugelassen werden, ne? Ja. Ja, und jeder hat sein Einstiegstor, ja, wir nehmen das den Teil, ja, mit Beziehung, Paartherapie, du bringst die Menschen an vielen Stellen wieder in Kontakt mit der Natur, ja, mit der Medizin der Natur, mich hast du damit wieder begeistert, ja, mein Balkon ist jetzt hier, oder unser Balkon ist angepflanzt, ja, der nächste kommt über die weiße Bruderschaft und bringt Menschen dort zusammen, also jeder hat ja einfach auch seinen Kanal, sein, was auch immer er aus vorhergehenden Inkarnationen mitbringt und das einfach, also wirklich aus dem Weg zu gehen. Ich kann nur noch mal sagen, der Freund, der hier am Wochenende da war, als der einfach er war, war Licht.
Punkt. Also so könnte man es einfach sagen, sei du und dann ist das Licht da. Punkt. Weil dann kann es am besten wirken. Je mehr du dich dazwischen stellst und ich weiß wirklich, wovon ich rede und das haben will und das machen will und auf diese Art und Weise, wird es nur schräg. Das andere ist mysteriös, weil man, was heißt das, aus dem Weg zu gehen? Keine Ahnung, aber okay, ich versuche mal, nicht ich zu machen, sondern ich zu sein. Und dann ist, also wirklich, das am Wochenende, das war eine Referenzerfahrung von einem depressiven Menschen auf irdischer Sicht, der sein darf und leuchtet wie so ein Morgenstern. Wo viel Dunkelheit ist, ist auch viel Licht. Da braucht es vor allen Dingen viel Licht. Ja, ist vielleicht auch noch was Schönes, weil, um vielleicht auch den Leuten daheim noch Mut zuzusprechen. Umso tiefer die Verletzung, umso mehr kannst du immer davon ausgehen, dass da drin so ein riesengroßes Geschenk auf dich wartet. Ja, wenn du wirklich bereit bist und den Mumm hast, da durchzugehen, du wirst leuchten wie nie zuvor. Ja, und mir hat die Wahrheit wirklich viel, viel Kraft gegeben und auch den Menschen, mit denen ich arbeite, denen ich wirklich von Herzen sagen kann, in dir ist etwas, was unverletzt ist. Also egal, was du erlebt hast, es ist immer der Teil, ja, der Teil unserer Seele, der ist immer heil. Und das konnte ich den Menschen vorher nicht so sagen, da ging es mehr um die Verletzungen. Und die sind auch da und wichtig, auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal zu durchfühlen. Aber eigentlich nur, damit du am Ende erkennst, dass es in jedem von uns etwas gibt, was nicht verletzt werden kann, weil es so, ja, weil es einfach nicht verletzt. Also wir sind verletzlich, aber wir sind nicht kaputtbar. Oder wir sind, wie nennt sich das? Wir sind zerstörbar. Unzerstörbar. Ja, unzerstörbar. Ja. Also die Wahrheit, der essentielle, wesentliche Teil in uns allen, der ist immer unangetastet geblieben. In der Illusion, ja, haben wir mit unserem Körper, mit gewissen Dingen viel erlebt, keine Frage. Aber die Wahrheit wird und ist immer unangetastet. Und das gibt Kraft, ja. Das können wir so stehen lassen, finde ich. Ja, also, ach so, vielleicht noch schön, wo kann man euch denn finden? Ich werde gerne alle Kanäle hier verlinken, aber ihr könnt es gerne dann noch aussprechen jetzt. Ja, gerne. Wir haben eine Internetseite, die heißt Liebe und Freiheit in einem Wort.one. Da könnt ihr eigentlich alles finden. Da sind unsere Podcasts, das ist unser Spiel, was der Sidi gerade angeführt hat. Wir haben ein Kartenspiel entwickelt, um wieder sich näher zu kommen. Unsere Coachings könnt ihr da buchen, Seminare, die dann irgendwann stattfinden. Also alles, was man so auf irdischer Ebene in Anführungsstrichen buchen kann, könnt ihr auf dieser Seite eigentlich finden. Unseren Telegram-Kanal, den wir sehr lieben. Ja. Also das ist eigentlich die Hauptplattform, in Interaktion zu sein. Und da sind wir auch jeden Tag in Interaktion, weil uns geht es nicht nur so sehr darum zu senden, das machen wir gern, sondern wirklich auch im Austausch mit den Menschen zu sein. Und da ist der Telegram-Kanal einfach wirklich eine schöne Möglichkeit, täglich in Kontakt zu sein. Ja, die Homepage ist auch wichtig, ist so eine digitale Visitenkarte. Aber ich liebe es, mit Menschen in einem Raum in Kontakt zu sein. Ja, und da ist vor allen Dingen, und natürlich auch auf YouTube findet man uns, aber ja, ich mag den Weg über Telegram gerade sehr, weil es einfach wirklich viele, viele Möglichkeiten eröffnet. Ja, ja, schön. Super, also ich verlinke eure Kanäle hier unter dem Video oder. Und ich danke euch vor allem von ganzem Herzen wirklich für eure Offenheit, für eure Ehrlichkeit. Also sich einfach so nahbar zu erleben, halte ich für so heilsam und dafür, ja, halte ich euch für wunderschöne Pioniere, die jetzt hier diesen Weg mutig nach vorne gehen und anderen ein Vorbild sein können, wenn die das möchten. Wow. Ja. Vielen Dank auch für dich, für deine wunderschönen offenen Augen, die ganze Zeit, wenn ich das mal so sagen darf, für dein Zuhören und danke für die Einladung. Ja, ja, danke für dich. Ja, wir kennen uns jetzt noch gar nicht so lange und ich habe das Gefühl, also oft in dieser Inkarnation zumindest nicht, sage ich dann ganz oft, weil wenn solche Begegnungen kommen, dann weiß ich, okay, irgendwo sind wir uns schon mal begegnet und ich bin dir sehr dankbar, dass wir uns hier wieder treffen und ja, dass wir unsere Lichter zusammenbringen, jeder auf seine Art und Weise, fernab von jeder Konkurrenz, das habe ich vorher auch selten so erlebt, wie bei dir, bei Robin, Felix, wo jeder einfach sein Licht in den Topf wirft und geil, also einfach geil und vielen Dank dafür. Vielen Dank. Namaste, bis zum nächsten Mal. Gute Reise. Gute Reise. Tschüss auch ihr Lieben daheim, danke fürs Zuhören und schaltet euch gerne
bei Sidi und Momo ein in diese wundervolle Arbeit, wo so viel Liebe und Freiheit drin steckt.